Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii U. Yeah. Und wir sind beim hässlichen Schloss, was ich mal voll gefailt habe, als ich das gespielt habe. Naja, ist ja auch egal, denn wir kriegen das ja jetzt natürlich hin, ne? Ist ja klar. Oh, geh weg. Wow. Super ultimatives Rumschwabbeln. Ach, das macht so Fun, wenn man hier rumschwabbelt. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh. Oh, fette Knochen trocken. Die mag ich überhaupt nicht. Oh. Stimmt, hätte ich jetzt zu irgendwas gebraucht. Boah, ja, spring auch noch genau. Boah. Gott, das war jetzt gerade irgendwie Dummheit. Egal, passt schon. Boah. Ey, ich möchte dahin. Lass mich gefälligst dahin. Hahaha, ich wusste es. Okay, ich habe das Level auch schon gespielt, aber trotzdem. Ich hab's gewusst, ja. Sag, dass ich gut bin. Gar nicht eingebildet. Nein, ich bin nicht gut, aber was soll's. Das sollten wir eigentlich schon oft genug gemerkt haben, dass ich nicht gut bin. Ja. Yeah. Auf alle Fälle. Oh Gott, geh weg. Oh nee, nicht der Gammel. Den mag ich überhaupt nicht. Was? Was war das denn gerade? Voll gefailt. Boah. Hallo. Mann, wie dumm das war. Okay, wir haben wenigstens schon mal... Wir haben wenigstens schon mal beide Sternmünzen. Das ist doch schon mal was Schönes. So. Hui. Hallo. Was zur Hölle? Nein, nicht sterben. Oh Gott, ey. Dummheit tut weh, wie man sehen kann. So, endlich nicht getroffen worden. Yeah, soll ich mir das holen? Ja, ich würde sagen schon. Boah, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Macarena, Macarena, Macarena! Scheiße. Wieso singe ich Macarena? Was hat das damit zu tun? Ich bin gestorben. Das fällt mir auch reichlich früh auf. Fällt mir so gerade nebenbei auf. Mir fällt es auf, dass es mir reichlich früh auffällt. Och, die Logik, ey. Und wir sind gleich schon bei dem Schloss. Also bei Bowser. Bei Kaka-Typ und so. Juno. Juno. Oder YOLO. Was ja voll cool ist. Nicht. So. Hui. Möchte ich das jetzt einsammeln? Komm, machen wir jetzt einfach. Mir doch scheißegal. Ach du Scheiße. Komm bitte. Hallo. Nein. Wir. Boah, ich dachte, die wäre jetzt einfach so weg. Dann hätte ich mich voll aufgeregt, ne? Hallo. Boah, langsam nervt's. Geh weg. Ich mag dich nicht. Genauso bin ich wie dich. Und hier ist was Verstecktes. Das wusste ich. Hier oben ist da bestimmt irgendwas. Hä? Eine Röhre? Ich meine aber nicht, dass da die Münze war. Wow, geh weg. So, das ist die leichteste Art und Weise, die Teile loszuwerden. Och, ich hasse die Gegner. Hallo. Oh, nee, den hasse ich auch. Ich hasse alle von denen. Die kann man auch einfrieren? Gut zu wissen, fallen die auch so tot um oder nicht? Ach ja, man kann es ja mal versuchen. Oh Gott, schneller, schneller. Boah, okay, alles ist in bester Ordnung. Und hier müsste eine Feuerblume sein. Kann es sein, dass irgendwie in jedem Level da, also in jedem Schlosslevel, da rechts eine Seite so eine Blume oder irgendein Item versteckt ist? Also habe ich zumindest jetzt das Gefühl gehabt. Und der Hintergrund sieht so ultra böse und gemein aus. Und der hat voll die sexy Frisur. Yeah, und blaue Haare. Aber wie die abstehen, irgendwie voll dumm. Und so eine Hackfresse, ey. Wie du da den Zahn da stehen hast, so... Ich bin Bugs Bunny und so. Aber das ist voll der Scheißgegner. Aber ich denke, mit Feuerblumen sollte man ihn eigentlich schaffen können. Der ist ja echt nicht so übel. Aber er kommt halt mit mehreren und das ist das Problem. Man muss erstmal finden, welcher jetzt der richtige ist. Ich hab dich! Okay, das ist schon mal gut, wenn man den direkt trifft. Nur, wenn der jetzt halt wieder so quasi aufersteht, ist es schwer, den zu treffen. Oh, ja, genau das meine ich. Egal. Aber zweimal sollten wir das schon schaffen, ohne jetzt drauf zu gehen unbedingt. Moment, ist das der? Normalerweise ist es doch der. Ja, genau. Der nämlich drei abschießt. Okay, dann müsste ich das Muster eigentlich durchschaut haben. Also ich würde sagen, der Originaltypi ist immer der, der drei abschießt. Yay. Ey, das war irgendwie leicht. What the fuck? Um den Gegner zu schaffen, habe ich einmal, glaube ich, 12 Versuche oder so gebraucht. Und jetzt natürlich beim ersten Mal. Yeah. Hey, das ist natürlich auf jeden Fall nicht übel. Und schließlich macht Übung ja den Meister. Also waren, haben die 12 Versuche ja nicht geschadet. Zumindest jetzt nicht für das Let's Play. Aber jetzt kommt die nächste Welt. Und die ist schon relativ heftig, muss man sagen. Im Vergleich jetzt zu dem anderen Scheiß. Genau wie die 9. Welt. Die ist auch ziemlich heftig. Ja, es gibt 9 Welten für die, die es noch nicht wissen. So ganz nebenbei.
Und nachdem wir die alte Welt, genau, weil die so uralt ist, nein. Nachdem wir dann die achte Welt gespielt haben, hole ich erstmal alle Secret Exits. Und spiele dann auch die Level, die dadurch neu freigeschaltet werden. Und dann spielen wir erst die neunte Welt, weil das bringt ja erst was. Also die Level in der neunten Welt werden erst freigeschaltet, sobald man alle Münzen aus einer Welt eingesammelt hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Münzen aus Level 1, also aus Welt 1 einsammelt, dann wird auch Level 1 in dieser Welt 9 freigeschaltet. Also jetzt nur mal so ganz nebenbei die Inside-Information, falls ihr die irgendwie braucht. Und das Level finde ich so geil. Das ist richtig gut gemacht. Hola, Chica. Und das Schiff schwabbelt hier einfach voll gerne rum. Yay. Oh, und die Atmosphäre ist so geil. Das erinnert mich an so ein Lied von Dingsda. Wie hieß die nochmal, die Schrulle? Habe ich gerade vergessen. Pew! Attack! Muss ich gerade mal überlegen. Wie hieß die denn nochmal? Die auch In Love with the World singt. Und Geronimo. Wie hieß die? Ach du Scheiße. Ups. Auradione, genau. Das hat mich nämlich gerade an Geronimo erinnert. Irgendwas. Ich habe gerade vergessen, was es war. Weil ich die ganze Zeit über die Schrulle geredet habe. Wow. Nein. Das war jetzt voll fail, ey. Oh Mann. Immer bei so leichten Sachen. Kack ist total rum, fällt mir mal so auf. Hi. Geh weg. Pew, voll assi. Mann, du bist voll fies. Mach nicht alles kaputt. Was wir so wertvoll und hart erarbeitet haben. Das finde ich nicht nett. Wow. Hi. Oh, what a shame. Na, 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 that we're gonna die young. Boah, ich hab voll den Ohrwurm fallen. Die young. Yeah. Oh Gott. Hallo. Hallo. Oh Gott, nein. Hallo? Ach so. Wow. Ja, das müsste man natürlich wissen, dass danach eine Plattform kommt. Ich habe das alles ein bisschen vergessen. Kommt ja auch schon mal vor. Checkpoint. Okay, ich glaube aber, die restlichen Münzen müssten eigentlich ganz leicht zu finden sein. Wieso mache ich das eigentlich immer, dieses komische an den Kopf packen? Sieht voll komisch aus. Pew. Ach, das geht gar nicht mehr. Whoops. Oh, die Teile finde ich so scheiße. Voll die Gammelgeräusche von mir geben. Was war das denn bitte? Oh, nee. Geh weg. Okay. Oh, Mann, ich kann nicht bewegen und gleichzeitig spielen. Das ist zu viel... Super. Zu viel Multitasking, wie gesagt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall gleich den Eichelpilz. Deshalb muss ich gucken, dass ich hier mich nicht allzu doof anstelle. Denn wenn hier... Oh, perfekt. Ja, komm schon. Bitte Eichelpilz, bitte Eichelpilz. Ja, Eichelpilz. Okay, da kriegen wir nämlich die dritte Münze auch, weil die ist nicht schwer zu holen, wenn man den Eichelpilz hat. Denn ohne den Eichelpilz geht's nicht mehr schlecht. Das müsstet ihr halt einfach mal so wissen. So. Nein! Pff. Heilige Scheiße. Wieso ist das immer so knapp? Oh Gott. Oh nee, das ist bestimmt voll das Assi-Teil. Ich stelle mich mal ganz an den Rand. Das macht der bestimmt voll die Scheiße. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ja, okay, in Sicherheit. In Sicherheit. Gut, gut, gut. Ist hier oben irgendwas Böses? Hier ist bestimmt irgendwas Böses. In diesem Spiel lauert immer irgendwo was Böses. Nein, das mache ich nicht. Das ist eh unnütz. Jetzt, wo ich meinen geilen Eichelpilz habe, geht das schon. Boah, wie die Wolken da rumschwabbeln. So. Finde ich irgendwie cool. Okay, da oben kann ich hin. Yay! Muss ich das Teil mitnehmen? Weiß ich gerade gar nicht. Soll ich? Ah, nee, brauche ich gar nicht. Ja, dann. Boah, ich dachte gerade, ich wäre da runtergeflogen. Obwohl das der Maulwurf war. Ich bin so doof, ne? Ich springe auf den und denke so, wieso flieg ich denn runter? Ist ja mal voll unlogisch. Ja, ich bin so schlau. Hallo. Tschüss. Okay, so, ihr schafft. Kommt jetzt noch so ein Endboss-Teil oder ist hier einfach nur eine Flagge? Oh ja, es gibt zwei Mittelpunkte. Okay, dann ist ja auch noch dieser Scheiß-Boss. Ich weiß nicht mehr genau, was das für einer war, aber ich glaube, der war schon relativ übel. Nur das Gute ist, wenn man jetzt wirklich alle Münzen eingesammelt hat, dann hat man auch kein Problem damit. Ich weiß nicht, mit Eichelpilz ist das bestimmt leichter, oder? Oh, nee. Boah, war das knapp. What the fuck? Ey, das war jetzt assi. Mann, du bist doch kacke. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Ach ja, ich bin so gut. Klatschi, klatschi, klatschi. Sag mal, zu was zählt das eigentlich noch? Zählt das noch zu der Wolkenwelt? Luftgaläre. Wie dumm. Oh, Mann. Aber hier kommt ein Item raus, glaube ich. Yeah. Oh, cool.
Ja, das ist natürlich nicht so übel. Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich habe bei dem Level auch immer übelst gefailt. Und was ich in diesem Part noch nicht mal gesagt habe, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, denn Spaß ist ja mein super geiles Wort, was ich erfunden habe. Das heißt ja nicht Spaß, sondern Fun und Spaß zusammen und dann heißt es viel Spaß. Nein, ich wollte dir auf den Kopf springen, Mann, du Doofi. Okay, jetzt schlägt er mich bestimmt. Komm her, komm her. Hallo? Heute noch? Oh Gott, Agro-Modus. Nein! Mann, ich spring immer in seine Fresse, ey. Das kotzt mich so an. Hallo. Na, du Kleines. Boah. Okay. Nein. Ah, okay. Einmal noch. Und ich stöhne voll so dabei ab. Ah. Auch irgendwie dumm. Hallo. Oh, noch mehr von diesen Scheißteilen, ey. Nein, daneben. Och Mann, den hätte ich treffen können. Das wäre jetzt dumm. Oh, super. Ach, das freut mich jetzt aber sehr. Oh Gott. Was zur Hölle? Was war das denn? Ist ja irgendwie assi. Nein, egal. So, wir haben es geschafft. Und da ist mir das egal, ob ich klein bin. Ich lebe damit. Okay, und ich würde sagen, wir schaffen sicher noch ein Level. Oh Gott, nichts explodieren. Nein, hallo? Ist es irgendwie assi oder so? Und jetzt geht's so weiter und noch ein Bosskampf. Natürlich geht es dann als kleiner Mario weiter und man kriegt natürlich kein Item. Irgendwie ist Bowser Jr. voll der Clown von Bowser. Da ich mich ein bisschen verarscht fühle. Ich würde das alles nicht mitmachen. Hüpf! Gut gemacht, ja! Yeah. Hauptsache, der zerstört sein eigenes Schiff. Ja, yeah, gut gemacht, Mario. Wenn das jetzt so ein Horrorspiel oder so ein Thriller wäre, dann würde Mario zerquetscht werden und dann hätte der Bösewicht gewonnen. Und sowas mag ich nicht. Ich mag Ungerechtigkeit nicht. Okay, ein Tribute von Panem ist auch halt ein bisschen Ungerechtigkeit, aber das ändert sich ja nachher. Und Panem ist einfach zu spannend, deshalb kann man das nicht vergleichen. Puh, explodiert. Wieso sind die jetzt eigentlich nicht tot, dieser hässliche Bowser Junior? Aber der lebt ja bestimmt im nächsten Teil auch wieder. Ja, habe ich ja gesagt. Mann. Wieso hätte der nicht irgendwie eingequetscht werden können oder wäre in so eine Schiffsschraube reingefallen? Ja, ich denke mir gerade so Mordideen für den Bowser Jr. aus. Ist auch sehr nett. Ich weiß, so bin ich doch. Okay, und jetzt kommt der ekelhafte Schmoller. Wir gehen jetzt in den Oh, cool. Da habe ich wohl alle Münzen. Guti. Dann wird das nämlich das Level nämlich schon freigeschaltet. Also dieses in der Welt 9, so ganz nebenbei. Nur in den anderen Welten gibt es halt noch ein paar Level, die ich noch nicht gespielt habe, weil ich halt eben nicht alle Secret Exits geholt habe. Aber das habe ich euch ja bereits gesagt. Sag mal, wie viele Level gibt es denn nur hier? Ja, das ist übrigens auch neu. Peach wird mal nicht geklaut, sondern die wird einfach nur eingesperrt. Sind da nur 4 Level? Vielleicht 5? Das ist irgendwie ein bisschen billig. Magma und Meteoriten. So, ich denke mal, da oben ist nichts. So, ich gehe mal eben hier kurz hin. Hier ist bestimmt ein schönes Item. Ich hab's ja gesagt. Nein. Mann. Schlecht. Oh Mann. Wo ist denn hier eigentlich die Stern? Oh. Passendes Stichwort. Ach du Scheiße. Warte ich hier? Oh, okay. Wow. Hilfe. Hallo? Müsst ihr alle gleichzeitig auf mich losgehen? Das finde ich jetzt nicht so nett. Ah, okay, gut. So, dann bin ich doch schon wieder zufrieden. Oh Gott. Ja, okay, Checkpoint ist immer schon mal gut. Hallo. Hallo, Lava-Penis, hallo. Ach, ich bin ja immer so nett. Ich begrüße die immerhin, das ist freundlich, ja? Oh, boah, Mann. Muss ich in jedes verdammte Teil da reinspringen? Das dürfte eigentlich nicht schwer sein. Hab's ja gesagt. Oh Gott. So, ich beeile mich jetzt einfach mal. Und das fällt einfach in sich zusammen. Ups. Oh, schade. Das tut mir jetzt sehr leid. Nicht. Oh Gott. Das war jetzt irgendwie... Nein, das war nicht knapp. Das war dumm. Nein. Oh. Wow. Wie knapp das ist, ne? Okay, ich muss gerade mal gucken. Nein, wieso ist die Münze da? Oh Gott. Boah, nee, ne? Oh, ich möchte einfach nur weg. Okay, da ist anscheinend auch noch so ein Secret Exit. Oder so ein komischer versteckter Ausgang. Die Münze haben wir jetzt nicht gekriegt, aber dafür müssen wir einfach nur das Teil da reinwerfen.
Die Secret Exits werden wir uns natürlich erst später holen, ne? Habe ich euch ja auch schon gesagt. Wir können ja schon mal das nächste Level anschnuppern quasi. Hört sich irgendwie wie bei Hunden an, die sich dann so gegenseitig am Schwanz schnuppern. Leicht merkwürdig, aber passt schon. Pete's Schloss. So hat eine Welt auch noch nie gehießen. Gehießen? Ist das richtig? Was zur Hölle? Was ist das? Oh nee, nicht diese. Hä, was ist das denn? Mit diesem 4, 5. Das verstehe ich nicht. Hä, was ändert das denn jetzt? Ist das irgendwie die Geschwindigkeit von dem Teil? Hä? Müsste das nicht... What the fuck? Komme ich nicht hier hoch? Nein, anscheinend nicht. Ach so, scheiße. Ach, da muss ich alle darunter werfen. Okay, dann verstehe ich das. Hallo, geh weg. Sehr gut. Oh, die sind ja voll niedlich, die Teile. Oh, ich mag diese Lava-Dingens. Bummens da. Die sind voll cool. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen das mal. Das andere Level machen wir einfach im nächsten Part. Das kriege ich jetzt sowieso nicht mehr hin. Und mein Timer geht jetzt gleich und dann hört ihr wieder das geile Geräusch. So. Also wir holen uns jetzt nur die dritte Münze und dann ist... Tada! Moment. So. Ausgestellt. Damit ihr das jetzt nicht noch 10.000 Mal hören müsst. Auch wenn das Geräusch total episch und cool ist. Oh, geht weg. Hallo. Oh, voll dran hängen bleibt. Ich möchte jetzt... Nein, ich möchte einen coolen Speedrun machen, ja? Nein. Oh, gut. Nein, das war kein... Oh, das war ein scheiß Speedrun, Mann, ey. Oh, das geht gar nicht mit dem Speedrun. Man muss hier immer warten. Ist ja voll lame. So, geh weg. Geh weg. So, hier kommen wir auch vorbei. La, la, la. Kommt hier was raus? Nein. Mann, ich möchte was Cooles haben. Oh Gott. Ich warte hier mal lieber. Oder? Nein. Nicht warten. Jetzt können wir warten. Was? Ich dachte, man kann die so mitnehmen. Hä? Hä? Man kann die doch mitnehmen. Hallo? Jetzt fühle ich mich voll verarscht. Ja, genau. Macht das erstmal total kaputt. Supi. Okay, dann weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen sollen. Komisches Seufzen, weil wir einfach keinen Plan haben. Wieso muss ich vielleicht einen Cooper mitnehmen? Aber das wäre irgendwie ein bisschen extrem, weil ich meine, hier gibt es doch an der Strecke gar keine Coopers mehr, meine ich, oder? Zumindest müsste man den weit mitschleppen und das geht ja eigentlich gar nicht, weil die dann in der Hand quasi wieder losgehen, falls man das so nennen kann. Hm. Ist natürlich jetzt eine complicated Sache, ne? Cooler Speedrun. Pff, Gott, war das knapp, ey. Nein, ich möchte da oben hin. Ich möchte... Wow, da oben hin. Boah, ja. What the fuck? Nein. Okay, dann werde ich mir mal was ausdenken und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Hola, Ichika. So, wir hören uns jetzt die Münzen. Wow, was können? Yeah. Okay, wir müssen nur gucken, dass der Wasserspiegel bzw. Lavaspiegel hoch ist. Und dann holen wir uns die. Yay. Und sterben nicht. Bis zum nächsten Part.